Hallo und herzlich willkommen zu It's Funk. Ich bin Isa und ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr 2018. In diesem Video möchte ich über das vergangene Jahr sprechen, insbesondere über die Bücher, über meine Tops und über meine Flops. Aber ganz zu Anfang wollte ich nochmal ein paar kleine Worte an euch loswerden. Ich habe es zwar schon in meinem kleinen Advents-Talk angeschnitten, aber in dieses Video gehört es meiner Meinung nach auch nochmal rein. Und zwar danke für ein verrücktes und wunderbares Jahr 2017. Ich kann es selbst gar nicht so richtig begreifen, was in diesem Jahr hier alles passiert ist. Wie viele Menschen inzwischen diese Videos schauen und denen scheinbar gefällt, was ich hier auf meinem Kanal veranstalte. Und dafür nochmal ein riesiges Dankeschön. Und es war auch einfach so toll, was für Möglichkeiten sich daraus ergeben haben. Ich war auf 2 Buchmessen, ich war auf verschiedensten Booktuber-Treffen, habe viele tolle Menschen kennengelernt, egal ob sie jetzt selber Videos machen oder nur zuschauen, und es war einfach toll und ich möchte euch dafür wirklich nochmal von Herzen danken und bin gespannt, was das Jahr 2018 so bringen wird. Aber auch fernab von dieser ganzen Booktube und Social Media Sache war 2017 auch ein ziemlich erfolgreiches Jahr. Mein Studium steht nahezu kurz vorm Abschluss, also ich stehe ganz kurz vor der Masterarbeit und gegen Ende 2018, Anfang 2019 kommen dann ganz viele wichtige Entscheidungen und Veränderungen und ich habe auch schon ein bisschen Angst davor. Aber zum Glück geht es in diesem Video ja noch um 2017 und in 2017 war alles in Ordnung. So viel allgemein zum Jahr und erstmal möchte ich zu den Bücher-Highlights aus 2017 kommen. Und ganz am Anfang stehen 3 Buchreihen, die ich begonnen habe und die mich ganz besonders begeistern konnten. Und das allererste könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, und zwar die A Court of Thorns and Roses Reihe von Sarah J. Maas. Die hat mich einfach so in ihren Bann gezogen. Den ersten Band fand ich schon super, aber die weiteren Bände haben es einfach nochmal so getoppt. Und ja, ich finde, dieses Buch bzw. die Reihe ist so lesenswert. Es geht in dieser Geschichte um Farah, die sich um ihre Familie kümmern muss. Sie ist die jüngste Schwester, aber seit dem Tod der Mutter ist niemand in der Familie so wirklich in der Lage, sich um sie zu kümmern. Und sie geht für die Familie jagen, erlegt eines Tages einen Wolf. Doch kurz darauf erfährt sie, dass sie diesen Wolf besser nicht umgelegt hätte, denn er war ein sogenannter Fae. Fae sind in dieser Welt Wesen, die den Menschen sehr stark überlegen sind und auch abgetrennt von den Menschen leben müssen, weil sie sonst sehr gefährlich sind und man sich zumindest erzählt, dass Menschen im Reich der Fae generell einfach nur sterben. Und nach Farahs Vergehen kommt eben einer dieser Fae zu ihrem Haus gestürmt und sagt ihr, dass sie jetzt als Strafe dafür, dass sie einen Fae umgebracht hat, im Reich der Fae leben muss, nämlich an einem der Höfe dort. Und der erste Band ist eigentlich ganz gut in sich abgeschlossen, aber die weiteren Bände sind einfach so krass, also beim Lesen dieser Bücher bin ich 1000 Tode gestorben und es hat mich einfach so stark bewegt und diese Bücher sind einfach wirklich Lebenslese-Highlights und ich liebe sie einfach nur so sehr. Man muss dazu aber sagen, dass der erste Band teilweise ein bisschen langatmiger ist. Ich habe es beim erstmaligen Lesen jetzt nicht unbedingt schlecht gefunden. Ich habe den ersten Band, als ich ihn gelesen habe, mit 5 Sternen bewertet. Aber falls ihr davon ein bisschen enttäuscht seid, weil das Ganze ein bisschen überhyped ist, kann ich euch nur sagen, lest einfach weiter. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich nicht bereuen. Und das ist definitiv eine Reihe, die mein Jahr 2017 ausgemacht hat. Ebenfalls von Sarah J. Maas ist die Throne of Glass Reihe und diese Reihe habe ich dieses Jahr auch angefangen, weil ich eben zwischendurch warten musste, bis der nächste Band von A Court of Thorns and Roses rauskam und deshalb habe ich mich dann mit Throne of Glass begnügt, aber auch diese Reihe konnte mich ziemlich gut fesseln. Ich habe jetzt nur die ersten beiden Bände gelesen, aber ich möchte unbedingt weiterlesen, weil ich so begeistert bin. Hier geht es um Selena, die eine Assassinin ist, allerdings gefasst wurde und nun bis zum Tode in einer Mine ackern muss. Doch eines Tages bekommt sie die Möglichkeit, dort rauszukommen, denn es wird ein Turnier geben, das vom König veranstaltet wird und der Prinz hat ausgerechnet sie als seinen Champion auserwählt und er gibt ihr eben die Möglichkeit, dort teilzunehmen und wenn sie gewinnt, soll sie ein freier Mensch sein. Und diese Reihe hat mich teilweise fast noch mehr gepackt als die A Court of Thorns and Roses Reihe, einfach weil es hier dann noch mal ein bisschen
bisschen mehr mit Action zugeht. Es ist zwar alles nicht ganz so schlimm verworren wie in Akota, habe ich das Gefühl, aber trotzdem fand ich es einfach genial und habe es super gern gelesen. Und ganz tief in meinem Herzen bin ich vielleicht sogar ein bisschen mehr Team Selena als Team Farrah. Dann habe ich noch eine Autorin für euch, nämlich Sabata hier mit ihren Büchern Elias und Laia. Das sind jetzt nur die ersten beiden Bände. Der dritte kommt im Frühjahr raus und ich fürchte, ich werde mir den dritten Band dann einfach als E-Book auf Englisch holen, einfach damit ich direkt weiterlesen kann, weil ich es, glaube ich, sonst nicht überlebe zu warten, bis der dann eines Tages auf Deutsch rauskommt. Das ist eine Wüsten-Fantasy, eben auch aus dem Young-Adult-Bereich und es geht um Elias und Laia. Wer hätte es gedacht? Die beiden kommen aus sehr unterschiedlichen Welten und zwar geht es ja quasi um ein Wüstenvolk, das von einem Imperium beherrscht wird und unterdrückt wird und dazu gehört eben auch Laia und eines Tages wird ihr Haus überfallen, die Großeltern werden umgebracht und der Bruder wird verschleppt und Laia möchte natürlich ihren Bruder finden, muss dazu aber die Dienerin der Kommandantin des Imperiums werden und diese Frau ist unheimlich gefährlich, das weiß Laia auch, dennoch nimmt sie ihre Mission auf, denn es gibt für sie nichts Wichtigeres, als ihren Bruder zu retten. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch Elias, der zu den Masken des Imperiums gehört. Das ist so eine Art Spezialeinheit. Und das Buch beginnt damit, dass er eigentlich seinen Dienst quittieren möchte und eben fliehen will. Und wie sich diese ganze Geschichte entwickelt, müsst ihr natürlich selber lesen. Sie ist unheimlich actionreich und lasst euch nicht von diesem Titel abschrecken. Ich finde, es klingt wie eine Liebesgeschichte, ist es aber nicht. Also ich kann es euch einfach nur empfehlen, es zu lesen, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Ich habe es einfach irre geliebt und freue mich so sehr auf den dritten Band. Und damit haben wir jetzt auch schon die wichtigsten Reihen für mich aus 2017 abgehakt und kommen nun zu den Einzelbänden, wobei das mit Vorsicht zu genießen ist, denn es ist auf jeden Fall ein Buch dabei, das der Beginn einer Reihe ist. Aber schauen wir uns jetzt erstmal an, um welche Bücher es geht. Es sind allesamt Bücher, die von mir 5 Sterne oder 5 Sterne plus bekommen haben. Also Sternebewertungen sind ja immer so ein bisschen schwierig. Aber es gibt ja einfach Bücher, die einen dermaßen vom Hocker reißen, dass sie sich jeder Wertung entziehen und davon sind hier auch ganz viele mit dabei. Und welche das sind, verrate ich euch jetzt. Ein Buch, das mich in 2017 ganz fürchterlich überrascht hat, ist Ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes. Ich habe mich die ganze Zeit gegen dieses Buch gewehrt, weil ich mir dachte, das ist eine unheimliche Liebesschnulze und ich finde, dieses Cover suggeriert das auch einfach. Aber dem ist nicht so, finde ich zumindest. Ich finde, das kann man einfach nicht als Liebesroman bezeichnen, denn der Anteil des Buches, in dem irgendwelche Liebe drin vorkommt, ist doch eher gering. Es geht in diesem Buch vielmehr um Freundschaft, um das Miteinander und darum, wie man eben auch schwierige Situationen bewältigen kann. Es geht nämlich um einen sehr reichen jungen Mann, der einen Unfall hat und daraufhin mehr oder weniger querschnittsgelähmt ist und er hat es ziemlich schwer im Leben, denn vorher war er ein sehr unternehmungslustiger junger Mann und kommt gar nicht mit seiner Situation klar und seine Mutter sucht eben eine Pflegerin für ihn. Das Los trifft dann ausgerechnet Lou, die gerade ihren Job verloren hat und das ist eine sehr lebenslustige junge Frau und im Endeffekt passen diese beiden Menschen so gar nicht zueinander und sie kommt auch aus einem ganz anderen sozialen Umfeld und Lou versucht halt irgendwie, das Leben des Griesgrams ein bisschen schöner zu gestalten und ihn davon zu überzeugen, dass auch sein Leben noch lebenswert ist. Und ach, während ich darüber rede, kriege ich eine Gänsehaut, weil dieses Buch einfach so bewegend ist und ich hätte das echt gar nicht erwartet. Es ist mit wunderbar viel Humor geschrieben und ich finde eben, es ist keine Schnulze, es ist einfach ein Buch, das jeder mal lesen sollte und ja, dementsprechend landet das natürlich auch in diesen Jahreshighlights. Dann habe ich in diesem Jahr meinen Lesegeschmack ein bisschen, ja, für mich entdeckt in dem Sinne, dass ich eben auch mal andere Bücher gelesen habe als sonst und da dann eben auch ja, Themen gefunden habe, beziehungsweise Nischen, die mir besonders gut gefallen, von denen ich vorher nie gedacht hätte, dass sie mein Ding sind.
Und dazu gehört auch die wundersame Reise eines verlorenen Gegenstands. Das war im Endeffekt der Startschuss dazu, dass ich auch einfach mal Romane aus dem echten Leben lesen möchte, über Menschenschicksale lesen möchte, egal wie fiktiv sie sind. Aber im Endeffekt hat das mein Jahr 2017 geprägt. Das habe ich im März gelesen und es hat sich dann durch das ganze Jahr hindurchgezogen, dass ich angefangen habe, ein bisschen zu entdecken, also auf lesetechnische Entdeckungsreise zu gehen, und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht in diesem Jahr. Und hier geht es um einen Mann, der in seiner Kindheit von seiner Mutter verlassen wurde und als Erwachsener an einem Bahnhof arbeitet, und er sammelt dort eben die verlorenen oder liegen gelassenen Gegenstände, und eines Tages fällt ihm etwas in die Hand, das seine Mutter damals mitgenommen hat. Und ja, was der Mann daraus macht, müsst ihr natürlich selber lesen. Aber ich habe dieses Buch sehr geliebt. Es steckt einfach so viel Herz darin. Es ist so wärmend und ich kann nur betonen, wie oft mir dieses Buch das Herz zerrissen hat. Ich habe es einfach so gefeiert und es ist einfach ein ganz wichtiger Schatz im Regal aus 2017. Ein schöner Science-Fiction-Thriller, der in diesem Video auch nicht fehlen darf, ist Dark Matter von Black Crouch. Das ist ein Buch, in dem es um verschiedene Dimensionen geht und um Dimensionenreise. Und unser Protagonist wird quasi gekidnappt und in eine andere Dimension verschleppt und hat dann eben das Ziel, zurück zu seiner Familie zu kommen, und kommt dann aber auch nach und nach dahinter, wer das war, der ihn dann eben aus seinem Leben gerissen hat, und ob er es schlussendlich schafft, wieder nach Hause zu kommen. Müsst ihr natürlich auch wieder selbst lesen, aber dieses Buch hat mir so irre gefallen und es hat unheimlich viel Wissenschaft in sich, aber eben sehr gut recherchiert. Ich bin mit diesem Buch überhaupt nicht angeeckt. Ich bin relativ zufrieden, wie das Ganze hier gelöst wird, und kann es euch einfach nur ans Herz legen, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Dann habe ich noch sehr geliebt Die Bücherdiebin von Marcus Zusak. Das ist eine Geschichte, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Es geht um das Schicksal eines jungen Mädchens und es wird ausgerechnet vom Tod erzählt. Und ich finde, dieses Setting in diesem Buch ist einfach so verrückt, aber auch so toll. Es gibt einfach so tolle Charaktere. Und wenn ihr es noch nicht gelesen habt, kann ich euch nur empfehlen, es mal anzulesen. Ich weiß inzwischen, dass es auch sehr viele Gegner dieses Buches gibt, beziehungsweise Menschen, denen es gar nicht gefallen hat. Aber ja, mich hat dieses Buch einfach direkt an die Hand genommen und in eine andere Welt entführt, und ich kann es euch nur ans Herz legen. Ein weiterer hinreißender Thriller ist Bird Box von Josh Malerman. Es geht hierbei um eine Welt, in der irgendetwas, das sichtbar ist, Menschen in den Wahnsinn treibt, und daraufhin verbarrikadieren sich die überlebenden Menschen in ihren Häusern und gehen nur noch mit verbundenen Augen hinaus. Und es ist einfach ein ganz wunderbares, andersartiges Gruselspektakel, dem man hier begegnet, weil man nicht so richtig weiß, was jetzt die Bedrohung ist. Und es ist echt so ein Buch, da muss es nur einmal irgendwo in der Wohnung knacken und man zuckt völlig zusammen, einfach weil in diesem Buch alles so still ist und trotzdem irgendwie so eine aufgewühlte Grundstimmung da ist. Ich kann es ganz schlecht beschreiben, aber es ist so lesenswert. Es ist übrigens neu herausgekommen unter dem Titel Der Fluss, also das ist ein und dasselbe Buch. Kann ich euch in jedem Fall sehr, sehr ans Herz legen. Kommen wir zu einem Buch, mit dem mir Anni ewig lang in den Ohren hing. Und zwar Liebe ist was für Idioten wie mich von Sabine Schoder. Das habe ich als Hörbuch auf Spotify gehört, weil diese Sprecherin so eine tolle Stimme hat und das Ganze so genial erzählt, und dementsprechend habe ich nicht das Buch gelesen, sondern das Hörbuch gehört, kann es euch aber auf jeden Fall sehr empfehlen, so oder so, denn auch fernab von der tollen Gestaltung des Hörbuchs ist der Plot in diesem Buch so genial, so schön lebensnah, und das habe ich sehr genossen. Es geht hier um die 17-jährige Vicky, die ein bisschen ja an die schiefe Bahn geraten ist, aber es ist jetzt ja kein völlig utopischer Roman, der jetzt von völligen Abgründen erzählt, sondern es ist einfach ein Mädchen, das nicht so gut mit ihrem Leben klarkommt, dass da eben auch ein paar kleine Abgründe drin hat, und eines Tages betrinkt sie sich auf einer Party und landet mit ja, ihrem Mitschüler Jay im Bett, und sie findet nach und nach heraus, wer Jay eigentlich ist. Es kommt zu einer sehr komplizierten Beziehung, und
Es ist aber in dem Sinne kein nerviges Jugendbuch mit ständigem Hin und Her, sondern es fühlt sich ein bisschen an wie eine echte Geschichte aus dem echten Leben. Und das fand ich einfach so toll an dem Buch und deshalb habe ich das Hörbuch wahrscheinlich auch so verschlungen. Ich kann es euch in beiden Formen empfehlen, auch wenn ich es nicht gelesen habe. Aber dadurch, dass die Geschichte so toll ist, kann ich euch auch das irgendwo ans Herz legen. Also auf jeden Fall eine große Überraschung und ein klarer Tipp von mir. Neil Schusterman konnte mich ja schon mit seiner Unwind-Reihe sehr gut begeistern, aber Scythe setzt dem Ganzen nochmal etwas obendrauf. Hier geht es nämlich um eine Gesellschaft, die schon alles erreicht hat. Die Menschen sind jetzt quasi unsterblich, doch natürlich muss das Bevölkerungswachstum irgendwie im Zaum gehalten werden und dafür gibt es die sogenannten Scythes, die dann quasi eine Art Sensenmänner sind, die dafür zuständig sind, Menschen umzubringen. Es gibt hier verschiedene Scythes, denen wir folgen. Es gibt auch zwei Schüler von Scythe, denen wir folgen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Dystopie, die, wie man es von Neil Schusterman kennt, keine 0815 Jugenddystopie ist, sondern einfach etwas Eigenes, das auch mit ziemlich vielen wichtigen philosophischen Fragen spielt. Und ich habe es einfach genossen und geliebt und ich kann es euch auf Deutsch auch sehr empfehlen. Also das Englische habe ich bisher noch nicht gelesen, aber ich fand die Übersetzung in jedem Fall sehr gelungen. Der Schreibstil ist klasse und ich kannte Neil Schusterman sonst immer nur im Englischen, habe aber dann irgendwie im Buch ja durchaus gemerkt, dass das aus ein und derselben Feder kommt und ich finde, das spricht auch einfach für eine gute und schöne Übersetzung und ja, auf jeden Fall auch ein Buchtipp von mir. Ein Buch, über das dieses Jahr sehr viel gesprochen wurde, obwohl es schon ein paar Tage älter ist, ist der Report Der Markt von Margaret Atwood. Dazu gab es ja jetzt auch eine Serie und ich plane auch noch ein Video dazu, in dem ich über das Buch und die Serie spreche, weil ich inzwischen beides beendet und geliebt habe. Und in diesem Buch geht es auch wieder um eine dystopische Gesellschaft, eine Gesellschaft, in der die meisten Frauen nicht mehr gebärfähig sind und das führt zu einem schrecklichen Umbruch, zu einer Welt, in der die Frauen quasi nur noch Gebärinstrumente sind, zumindest die wenigen Frauen, die noch Kinder gebären können. Und wir begleiten in diesem Buch eine solche Frau, eine sogenannte Magd, die einer Familie zugeteilt wurde und es ist einfach ein Buch, das extrem unter die Haut geht. Es wird einfach so knallhart geschildert, was dort passiert. Und ja, das ist ein Buch, das mich einfach nicht mehr loslässt. Und ich hoffe, dass ich bald das Video zum Buch und zur Serie drehen kann, in dem ich euch dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Und ja, in jedem Fall auch wieder eine fette Empfehlung. Das ist ein Buch, das einfach jeder gelesen haben sollte. Und ohne da jetzt genauer drauf einzugehen, kann ich euch die Serie auch uneingeschränkt empfehlen. Ich würde aber sagen, lest zuerst das Buch. Und ja, auf jeden Fall eine richtig tolle Geschichte, die ich innerhalb weniger Tage weggesuchtet habe. Ein Buch, zu dem ich den Film schon eine ganze Weile kenne, ist Der Marsianer von Andy Weir. Und im Oktober habe ich dann endlich auch mal das Buch gelesen und ich habe es so geliebt. Hier geht es um einen Mann, einen Astronauten, der auf dem Mars vergessen wird, mehr oder weniger, denn wir begleiten quasi eine Mission, die dort auf dem Mars ist. Allerdings zieht dort ein schlimmer Sturm auf und die Mission muss abgebrochen werden. Und unser Marsianer wird bei dieser Abbruchaktion von einem Masten erwischt und der Rest seiner Crew nimmt an, dass er tot ist. Nur dass er dann eben wenige Stunden später wieder zu Bewusstsein kommt und feststellt, dass er ganz einsam und verlassen auf dem Mars ist. Und in diesem Buch geht es darum, wie er versucht zu überleben, wie er auch versucht mit der Erde zu kommunizieren, obwohl ihm so vieles an Technik fehlt. Und ja, es geht im Endeffekt um jemanden, dem klar ist, dass eigentlich alles Mögliche in seiner Umgebung ihn umbringen könnte, aber der trotzdem den Mut nicht verliert und ja, einfach mit unheimlich viel Geschick und Kreativität versucht, sich aus seiner Situation zu retten und ich habe es einfach so toll gefunden. Es ist relativ technisch an vielerlei Stellen, also wer überhaupt nichts mit Technik anfangen kann, der sollte vielleicht den Film schauen, wenn es für ihn oder sie interessant klingt. Aber ich persönlich als technikbegeisterter Mensch habe es einfach so gefeiert. Ich habe unseren Protagonisten für seinen
sarkastischen Ton einfach nur geliebt und ich kann es euch sowas von empfehlen. Das ist wirklich mein Science-Fiction-Highlight aus diesem Jahr und ich habe mich sehr gefreut, dass ich darüber auch viel mit Shari sprechen konnte, die das Buch schon längst gelesen hatte. Und ja, ich habe ihr dann immer kleine Updates gegeben über kleine Dinge, die mich gefreut haben und ach, es war einfach so toll. Also vielen Dank nochmal an dich, Shari, dafür. Auf jeden Fall große, große Liebe. Und das allerletzte Highlight-Buch ist auch das allerletzte, das ich dieses Jahr ja quasi mit 5 Sternen bewertet habe, und zwar Die Stadt der träumenden Bücher von Walter Mörs. Hier geht es um den Dichter Hildegunst von Mythenmetz, der ja eine Art Dinosaurier ist. Und in dieser Welt geht es quasi nur um Bücher, um Dichtung, und sein Dichtpate und Onkel verstirbt halt und hinterlässt ihm ein ganz besonderes Manuskript, das ihm irgendwie untergekommen ist, und dieses Manuskript ist einfach der perfekte Text, und daraufhin macht sich Hildegunst auf den Weg nach Buchheim, denn in Buchheim lebt quasi alles, was Rang und Namen hat und ihm irgendetwas über dieses Manuskript verraten könnte, und da stellt er dann eben fest, dass das Ganze doch ein recht gefährliches Unterfangen ist, und es stellt sich heraus, dass die ganze Reise ja zu einem unfassbaren Abenteuer expandiert, und ich habe auch dieses Buch so geliebt. Es ist so durchgeknallt, aber auch so toll, und dieses Worldbuilding ist einfach der Oberhammer, denn man kriegt irgendwie so das Gefühl, dass die meisten Fantasy-Autoren irgendwie mit so ein paar Lego-Steinen basteln, während Walter Mörs hier den Urknall herbeiführt. Das ist vielleicht ein etwas krasser Vergleich, aber sowas habe ich noch nicht erlebt, und ich finde, das muss irgendwie auch Anerkennung finden, und ja, große, große Liebe. Ich muss auf jeden Fall noch mehr von Walter Mörs lesen. Das lässt mich jetzt so einfach nicht mehr los. Und ich kann es auch euch nur ans Herz legen, falls ihr noch nichts von Walter Mörs gelesen habt. Das ist jetzt nicht das allererste Buch der Zamonien-Bücher. Also Zamonien ist ja quasi die Welt oder das Land, in dem das Ganze spielt. Aber es hat jetzt irgendwie nichts gemacht. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, nicht den ersten Band zu lesen, und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die Bücher chronologisch verwoben sind. Falls dem doch so ist, korrigiert mich gerne. Aber ja, damit hatte ich jetzt keine Probleme und habe dieses Buch einfach nur abgöttisch geliebt. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem kleinen Sonderposten. Und zwar habe ich in diesem Jahr das Manga-Lesen wieder für mich entdeckt. Ich habe als Teenie Mangas total geliebt, allerdings ist das Ganze irgendwann mal abgerissen, dann habe ich nur noch Bücher gelesen, dann habe ich eine Zeit lang gar nichts gelesen, und ja, jetzt habe ich doch wieder angefangen, und eine Reihe, die da ganz besonders heraussticht, ist Orange. Ich habe davon jetzt erst die ersten 3 Bände gelesen, die letzten beiden stehen schon im Regal, aber sind noch ungelesen, und in dieser Geschichte geht es darum, dass ein 16-jähriges Mädchen einen Brief von sich selbst aus der Zukunft bekommt und ein ganz besonderes Ereignis abwenden soll. Und ich habe, glaube ich, noch nie so viel geweint in einem Manga oder Comic. Aber diese Geschichte geht wirklich unter die Haut. Und ja, es ist halt immer so eine kleine Hassliebe. Ich weiß halt, dass es mich völlig zerreißt, wenn ich das lese. Aber auf der anderen Seite macht es irgendwo auch süchtig. Und ich möchte sehr bald die Reihe beenden und bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die einen aufwühlt. Und ich finde, das ist auch definitiv etwas für Leute, die denken, dass sie mit Manga nichts anfangen können. Und ja, ich finde, das ist einfach etwas, das, glaube ich, jeden irgendwo an irgendeiner Stelle aufwühlen sollte. Und ja, mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also von daher nochmal so ein kleiner Sonder-Award für diesen Manga. Aber ich habe natürlich nicht nur gute Sachen in 2017 gelesen, und deshalb kommen wir jetzt zu 4 Büchern, die mich maßlos enttäuscht haben. Das erste, worüber ich sprechen möchte, ist Infernale 2. Ich habe den ersten Teil völlig geliebt. Es geht um eine Dystopie, in der es quasi eine Art Mördergen gibt, und unsere Protagonistin wird quasi darauf positiv getestet und verliert quasi ihr wunderbares Leben, kommt in eine extra Schule, wo dann eben nur Kinder mit dem Mördergen unterrichtet werden, und ja, so nimmt das alles eben seinen Lauf. Und das erste Buch habe ich so gesuchtet und so gefeiert und habe mich sehr gefreut, dass dann im Frühjahr auch schon der zweite Band rauskam, und dieses Buch ist einfach
völlig daneben, finde ich. Also es hat mich einfach enttäuscht. Die Charaktere waren wie ausgewechselt, obwohl zwischen den Büchern vielleicht ein paar Tage vergehen. Und sowas verstehe ich dann halt immer nicht. Wie kann es bitte sein, dass die Protagonisten dann plötzlich so einen riesigen Sprung machen, egal was sie erlebt haben. Aber ja, von Ende Band 1 bis Anfang Band 2 kann doch einfach nicht so viel passieren. Und es gab dafür dann auch irgendwie keine tolle Erklärung. Und auch die Richtung, in die das Buch ging, nee, die war einfach nicht mehr meins. Es hat dann teilweise so gewirkt, als wäre es nur noch aus anderen Dystopien zusammengeschustert. Und ja, schlussendlich habe ich in diesem Buch nur noch Stellen gesucht, die mich aufregen. Und ja, definitiv keine Empfehlung. Und ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ob ich euch die Reihe empfehlen würde, denn nach dem ersten Band ist es definitiv nicht abgeschlossen, aber der zweite Band hat mir persönlich zumindest alles kaputt gemacht. Und ja, dementsprechend war das leider ein völliger Flop. Noch ein Flop war Die Dunkelmagierin von Arthur Philipp. Das Setting ist sehr interessant. Es geht um ein Mädchen, das auf eine Magierakademie geschickt wird. Und der Anfang ist auch ein bisschen mystisch und man weiß nicht so recht, was einen erwartet. Und dann folgen ungefähr 300 Seiten 0815 Magier-Schulgeplänkel mit ja, dem typischen Antagonisten und ja, es ist alles relativ belanglos gewesen und ich habe in diesem Buch sehr oft darüber nachgedacht, es abzubrechen. Die letzten 200 Seiten fand ich völlig in Ordnung und spannend und aufgrund dessen würde ich auch sogar fast den zweiten Band lesen wollen, denn wenn es so weitergeht, wie das Buch hier geendet hat, auch was ja quasi die Entwicklung der Story anbelangt und das Tempo anbelangt, dann hat es auf jeden Fall Potenzial, aber dieser erste Band, der war ja nahezu eine Qual zu lesen und ich kann ihn leider nicht so richtig empfehlen. Ich bin gespannt, ob sich das nach dem zweiten Band vielleicht ändert, aber das Buch, ja, das hat mich einfach nur gequält und dazu ist es noch ein ziemlich dicker Schinken. Es hat nämlich fast 600 Seiten. Ja, also das Ganze hätte man eigentlich auch auf 300 erzählen können. Das hat mich sehr geärgert an dem Buch und ja, auch das war leider ein Flop. Ja, und dann habe ich noch Rivers of London zusammen mit Alina gelesen und Alina und ich haben immer so ein schlechtes Händchen für gemeinsame Bücher. Rivers of London ist natürlich ziemlich extrem, aber wir haben auch zuletzt ein Buch gelesen, das uns beide ziemlich enttäuscht hat. Ja, in Rivers of London geht es um einen Polizisten, der plötzlich anfängt, an einem Tatort Geister zu sehen. Das sind dann seine einzigen Zeugen und so wird er gewissermaßen in eine Urban Fantasy Welt entführt, in der eben auch Geister und mythische Wesen eine gewisse Rolle spielen und das ist alles eigentlich ziemlich spannend, wenn man es so hört, aber ich finde, dieses Buch wirkt einfach so zerstückelt. Es wirkt teilweise so, als würde ein halbes Kapitel fehlen und man hat oft echt das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, einfach weil teilweise Erklärungen fehlen und ganz plötzlich irgendwas passiert. Und ziemlich oft besteht dieses Buch fast nur aus Straßenbeschreibungen und sie fahren dann irgendwie von A nach B. Warum sie das tun, ist dann auch nicht klar, aber sie tun es jetzt einfach und dort passiert dann irgendwas, was einen entweder langweilt oder was irgendwie überhaupt nicht passt. Und ja, also dieses Buch war für mich einfach absolut nicht gelungen und ich kann es leider auch nicht empfehlen. Ich weiß, dass diese Bücher eine ziemlich große Fangemeinde haben, aber so richtig nachvollziehen kann ich es leider nicht. Und die letzte Enttäuschung für 2017 waren die Kinder von Wulf Dorn. Hier geht es um ein Dorf, in dem scheinbar komische Dinge passieren, in dem Menschen verschwinden, beziehungsweise wo dann eben die komplette Dorfbevölkerung einfach mal fehlt. Und es gibt eine Frau, die irgendwas damit zu tun haben scheint und ja, von einem Ermittler befragt wird, auf das er hoffentlich herausfindet, was dort passiert ist. Und der Anfang war absolut spannend, doch der Verlauf der Geschichte ist relativ langweilig, es passiert nicht viel und die Moral der Geschichte finde ich relativ daneben. Dazu kommen auch noch so ein paar Side-Stories, die zwischendrin eben mit dabei sind über ein paar Seiten, die ja nicht wirklich was zur Geschichte beitragen und mich einfach nicht überzeugen konnten. Und deshalb finde ich es sehr schade. Ich fand den Schreibstil von Wulf Dorn wirklich toll, aber die Geschichte, ja,
konnte mich leider auch nicht begeistern. Ja, und damit haben wir jetzt das Jahr 2017 Revue passieren lassen. Vielleicht noch ein ganz kleiner Ausblick zu dem, was 2018 kommt. Natürlich stehen die nächsten Booktuber-Treffen auch schon vor der Tür. Am 6.1. ist eines in Hamburg, dann ist im Februar auch noch eins in Bielefeld und im März ist dann auch schon die Buchmesse da. Also es gibt ganz viele Menschen, die ich jetzt einfach jeden Monat einmal sehe und das finde ich ziemlich cool. Und dann habe ich gestern auch noch etwas ganz Schlimmes getan. Ich habe mir alles Nötige für ein Bullet Journal bestellt. Ich weiß, ich habe gerade erst ein Kalendervideo zu meinem aktuellen abgedreht, aber irgendwie stieg in mir der Drang, ein Bullet Journal zu machen und mittlerweile habe ich auch einen Plan, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, dass ich das durchhalten kann und ja, ich werde dazu dann vielleicht das eine oder andere Video machen und ansonsten geht es hier aber ganz normal weiter mit Büchern und ich freue mich auf einige Bücher, die neu rauskommen in diesem Jahr, aber ich freue mich auch darauf, meinen Sub hoffentlich ein bisschen abzubauen und ja, damit wisst ihr jetzt in etwa, was auf euch zukommt. Ich hoffe auf ein weiteres tolles Jahr gemeinsam mit euch und ja, kann ich an dieser Stelle einfach nur nochmal für all eure Unterstützung danken. Und damit haben wir es, glaube ich, jetzt auch für dieses Video. Ich danke euch fürs Zusehen, gerade wenn ihr bis jetzt wirklich durchgehalten habt. Ich glaube, ich habe einiges gebrabbelt in diesem Video, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant für euch. Und ja, ich wünsche euch ansonsten einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!